Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer Alarmstufe Rot 1 auf Seiten der Sowjets und meine Güte, wir kommen echt unheimlich gut voran in dem Spiel. Also ich nehme jetzt seit zwei Stunden heute auf und wir haben schon halb Europa eingenommen, das ist so krass, wie schnell das geht. Ja, aber freut euch mal nicht zu früh. Ich glaube, die letzte Mission, die werden noch mal anstrengend, vor allem diese Infiltrationsmission jetzt. When? Is the core safe? You must stand your ground. Stop them! The Allies attacked the commenced nuclear reactor. I'm on my way. No, it's too important. You go. They shut off the coolant systems. The core will soon go critical. You must get inside the reactor and get the coolant towers back online. Warning, warning. Core temperature rising. Meltdown imminent. Time until meltdown 30 minutes. Ah, okay. Krass, hier gibt es eine Übersetzung von dem Zeug. Normalerweise steht das nur auf Russisch da und keiner kann es verstehen, sozusagen. So, oben links steht Beeilung. Alles klar, ja dann. Oh, Gott. Mach doch nicht so was mit mir, Freunde. Bitte nicht, ey. Und jetzt? Ja, wie gesagt, Inside Level. Erstmal schön reingeworfen worden hier. Ah, ich muss warten, bis sie hier reinlaufen und dann auf die Fässer schießen. Ha. Ich weiß Bescheid. So. Dann sind alle drin. Dann sind alle drin. So, schieß drauf und... Und? Ja, sehr schön. Das war gut. Das war gut. Direkt mal speichern. Mission 8 schon. Mission 8 in 2 Stunden. Holy shit. So, ja, wie gesagt, eine Infiltrationsmission wieder. Bei den Sowjets ist das aber, glaube ich, wirklich die einzige. Also bei den Alliierten gab es ja 2. Allerdings ist das hier wirklich... Also wir haben ja nur 4 Minuten. Und hier haben wir sehr viele Hunde. Ich kann euch ja mal zeigen, ich speichere das mal, aber ich kann euch ja mal zeigen, was passiert, wenn wir die bewegen. Der schießt. Der Wucker fängt an zu ballern. Da passiert gar nichts. Die kommen auch nicht da durch und nichts. Deshalb, ja, lad das bitte. Und die Mission, die Musik ist natürlich wieder weg. Shit. Mach das hier, komm. Das hört sich geil an, so. Crush. So, okay. Dann geht's mal weiter. Wir müssen die Hunde hier irgendwie befreien. Ah, stimmt. Ich weiß. Ja. Ich weiß, worum das hier geht. Wir müssen halt jetzt den Reaktorkern sichern. Und, alter Schwede. Flammenturm. Flammenturm der Alliierten. Nee, da war ich fast reingerannt. Oha. Okay. Aber die Karte ist nicht so groß. Die Karte bei den Russen hier ist nicht so groß wie bei den Alliierten. Definitiv nicht. So, was haben wir hier? Soldaten. Ah, Fässer, geil. Okay. Was? Nee. Nee, das ist mit den Hunden. Das ist für die Hunde was. So. Dann sind wir auch schon bei den Hunden gleich angekommen. Geil, okay. Ah, da ist noch ein Soldat. Alles klar, weg damit. Dann direkt mal hier draufballern. Dann mach mal die Fässer auf. So. So, Hunde. Hundearmee. Ey, schaut euch das mal an. Das ist so krass. So, dann warte ich mal mit der Hundearmee. Und gehen wir mit denen ein bisschen vor. Weil hier geht es ja noch weiter. So. Dann speichere ich das mal. Ja, bei Inside Level immer öfter speichern. Das ist ja. So, und hier hat auch mal die halbe Stunde gestimmt. Aha. Ich kann hier hin, das ist gut. Hier oben ist auch ein Durchgang. Oh Mann, da hätte ich auch oben hergehen können eigentlich. Finden und retten Sie die Ingenieure.
Alles klar, das machen wir doch. Ingenieure wieder. Okay, gut. Hundearmee. So. Kaputt machen. So. Ich glaube, die Hunde brauchen wir hier. Weil, ich glaube, jetzt gleich will der Typ hier nach oben rennen und die Ingenieure killen, glaube ich. Müssen wir jetzt gleich mal... Nee, okay. Nee, da ist nichts. Hier ist der Reaktorkern. Ein Inversor an alle vier Computer müssen wir bringen. Ja. Ja, die Mission geht wieder ziemlich schnell, also. Es sei denn, ich kack hier ab. So, mach das kaputt. Ah, genau. Hunde. Der will abhauen. Hunde, los. Frisst ihn. Los, Attacke. Was macht ihr denn da? Sprintet. Und. Ah, scheiße. Ah, oh, gut. Okay, das haben wir geschafft. Sehr gut. Oh, alles klar. Okay, gut. Dann gehen wir mal hier hoch. Weil ich glaube, hier oben... Ja, da sind die Ingenieure. Alles klar. Die Hundearmee lasse ich mal hier unten. Die werde ich gleich noch brauchen. Okay, gut. Dann gehen wir mal da hoch. Genau, hier sind meine fünf Ingenieure. Und eine Einheit noch. Haha, wenn ich jetzt mit dem anfangen würde zu ballern, der ist nämlich voll. Ne? Den Kampf würde ich nicht gewinnen. So, weiter geht's. Die Hundearmee kann mal in die Mitte gehen schon mal. Weil da wird gleich was extrem Lustiges kommen in der Mitte. Der Flammenturm ist weg. Ah, okay, sehr schön. Ja, den haben wir irgendwie gekillt eben. Keine Ahnung wie, aber wir haben ihn zerstört. So. Nein, 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 nein. Inversoren, um Gottes Willen. So, das ist dann... Die zwei sind die Hunde, dann ist das hier Team 3. Die Ingenieure. Okay. Gut. Können wir hier oben die Fässer platt machen? Ja, ich mache gerne die Fässer platt. Das sieht einfach cool aus. So, jetzt mal hier hin. Muss ich mich um die kümmern? Und hier in der Mitte ist gleich noch was. Was Lustiges. Das werde ich euch noch nicht verraten, was das ist. Ich sag nur, es wird lustig. So. Weil hier war es das. Also das. Da muss ich nichts mehr machen. Einer kann... Ah, ist da oben jemand? Speichern. So. Wie lange nehme ich jetzt schon auf? 8 Minuten, ernsthaft? Naja. Wird auch wieder eine kürzere Folge diesmal. Dann kann der dahin gehen und der kann dann hier hingehen. So. Ah, stimmt. Ich glaube, ich muss die hier platt machen. Aber nicht mit den Hunden. Mit den Soldaten, die ich noch habe. So. Ist das hier mal das neue Team 3? Ich hoffe, dass hier oben keiner mehr ist. Aber eigentlich macht das keinen Sinn, dass da oben noch jemand ist. So, Kommandozentrale. Zweite Kommandozentrale. Alles klar, sehr gut. Gut, dann geht ihr mal dahin, bitte. Ihr geht auch mal dahin, in die Mitte. Die beiden sind deaktiviert, sehr gut. Ja, die Zeit, also wie ihr seht, die Zeit ist hier sehr großzügig gewählt. So. Ja, das schaffe ich nämlich nicht mit denen. Weil die da stehen, aber ich habe ja noch die Hunde, ne, als Backup. Sozusagen. Alles klar, dann gehen wir mal. Komm schon. Speichern erstmal. Speichern, damit ich nicht wieder alles... diesen ganzen Laufweg hier machen muss. So, los! Und los! Und komm schon! Mach den kaputt! Mach den kaputt! Oh Mann, ey. Jetzt schieß doch! Was? Was? Wie Einsatz fehlgeschlagen? Hä? Wieso das denn? Ja, dann beginn halt neu, aber dann lade ich. Gut, dass ich da gespeichert habe, ey. Das kann ja wohl nicht sein. Warum, wenn ich meine Soldaten verliere, verliere ich den... Warum steht da jetzt Beeilung? Ja, aber die ballern die doch alle ab, Mensch. Schaut euch das doch mal an. Ah, Mensch.
Ja, ich habe jetzt fast keine Hunde mehr. Aber ich finde das krass, dass... warum? Einsatz fehlt? Was zur Hölle? Hä? Was? Was zur Hölle? Wieso kam eben Einsatz fehlgeschlagen? Also ich hatte ja noch meine Hunde, um mich zu wehren. Ja, die Hunde... Ja, seht ihr? Da ist eine Tanja. Moment. Der dritte Ingenieur... Der fünfte Ingenieur kann mal hier hingehen. Weil ich glaube... Kern am Hauptterminal abschalten. Das ist das hier. Hahaha, Flammenturm. Flammentürme. Geil. Mach die Tanja platt. Geil. Okay. Ah, da muss gar nicht hier. Okay. Filtrieren Sie die Kühlstation. Okay. Ja, sehr schön. Also, wow. Die Tanja, die haben wir gekriegt und da haben wir die Hunde gar nicht gebraucht. Können sie sich gegenseitig fressen? Die können sich gegenseitig fressen, geil. Okay. Ja, das war jetzt einfach mal so, einfach mal so ein Versuch. So, bei allen Vieren steht ein Invasor vor. Kriege ich leider nicht auf ein Bild, aber das ist so. Und dann kann ich jetzt hier oben hingehen und das war's dann mit der Mission, Freunde. 11 Minuten. Das ist unglaublich, ey. So ein schneller, so ein kurzer Part eigentlich. Aber ja, das ist halt die, das war's. Einsatz erfolgreich. 11 Minuten. Control rod withdrawn. Meltdown averted. Have a nice day. Have a nice day. Ja, danke. Dankeschön. Der Typ hat sich angehört wie ein Inder. Irgendwie. Keine Ahnung, was das, was da der Sinn ist. Naja, egal. So, ja gut, also die Mission, die ging relativ schnell zu Ende, muss ich sagen. Irgendwie komme ich nicht an die Punkte der Alliierten ran, aber gut, das war meistens aber auch, ja, spätere Missionen. Und ja, Freunde, das wär's dann schon mit dem, mit diesem Part gewesen. Der Part wird nur 12,5 Minuten gehen, aber das muss halt manchmal auch mal sein, ne? Und ja, genau, Freunde, dann würde ich sagen, haben wir die Kernschmelze erfolgreich verhindert. Hier. Und dann geht's wirklich nächstes Mal weiter nach Italien schon. Also, wir kommen saugut voran. Also, wir haben jetzt gerade mal 2,5 Stunden gespielt und wir sind schon hier halb durch. Das ist so krass. Ja, Freunde, wie gesagt, also, dann bedanke ich mich an allen, die zugeschaut haben. Und wem es gefallen hat, der lässt doch bitte ein Like oder Abo da. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Ciao, ciao.